shit! So Leute, hier ist Leonardo Football mit einem neuen Video am Start mit meinem Kumpel Olli. Willst du dich kurz vorstellen? Servus, ich bin Olli, ich bin Kumpel von Leon aus der Schule und das erste Mal bei einem Video dabei und freue mich dabei zu sein. Bist du nervös? Bisschen schon, ja. Wir werden heute die Champions League Prognose Real gegen Juventus nur für euch filmen. Los geht's! Die erste Challenge ist die sogenannte Crossbar-Challenge. Jeder Spieler hat 5 Schüsse und der, der halt am meisten Treffer an die Latte gemacht hat, der gewinnt. Dybala! Oh. Oh. Jetzt mal für meine Lovers. Für meine Hater. Hey, Junge! Die erste Challenge ging natürlich klar an Real Madrid, an mich. Und jetzt kommt die zweite Challenge, die Two-Touch-Challenge. Was ist da wichtig? Bei der Two-Touch-Challenge wird der Ball von einem hinterm Tor vor das Tor geschlagen. Der andere muss versuchen, mit 2 Kontakten den Ball ins Tor zu hauen. Und der andere hat noch die Chance, als Torwart einzugreifen. Okay, auf geht's. Das ist meine Challenge jetzt. Nice play, nice game. Steht jetzt 1-1. Erste Challenge, die an mich ging jetzt. Glücklich, glücklich. Schön platziert. Ja, okay. Auf jeden Fall jetzt die letzte Challenge, die Speed Challenge. Hier könnt ihr 4 verschiedene Bälle sehen. Hier wird die Zeit gemessen und pro Ball im Tor bekommt man 1 Sekunde Abzug. Mal schauen, wer der schnellere von uns beiden ist. Wahrscheinlich ich aber. Auf geht's. Viel Glück. Los! Bro, gutes Spiel. Die Challenges gingen 2-1 für mich aus. War sehr knapp, aber auch verdient. Und wir denken, das Spiel am Samstag wird genauso knapp sein und Real wird am Ende mit 2-1 gewinnen. Natürlich auch durch ein Doppelpack vom besten Spieler der Welt, Cristiano Ronaldo. Wer sonst, der? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Servus.